Rihanna Hawaii, der Genie Georgia Star, ist schwanger. US-Schauspielerin Rihanna Hawaii, 33, erwartet ihr erstes Kind. Das hat der Star aus dem Netflix-Serienhit Genie und Georgia nun mit einem ersten Babybauchfoto auf Instagram öffentlich gemacht. Während der Fashion-Show der Modemarke Boss am 15. März in Miami erscheint Rihanna mit ihrem ewig neuen +1, wie sie zu dem Beitrag schreibt. Ihre gut 3,2 Millionen Follower:innen sind ganz aus dem Häuschen, gratulieren der werdenden Mutter überschwänglich zur Schwangerschaft. Für sie und Ehemann Matzi Ring, das Paar heiratete im Juli 2021 in Kalifornien, ist es der erste Nachwuchs. Das Paar lernte sich 2016 in einer Bar kennen. Durch ihre Hauptrolle der Georgia Miller in der beliebten Comedy-Dramaserie Genie und Georgia wurde Hawaii weltweit bekannt. Bereits seit Wochen wird über die Trennung von Megan Fox, 36, und Machine Gun Kelly, 32, spekuliert. Anfang Februar löschte die Schauspielerin alle Fotos von ihrem Verlobten und deaktivierte kurz darauf ihren Instagram-Account gänzlich. Fans waren sich sicher, dass die beiden Stars getrennte Wege gehen. Zudem hieß es, dass der Rapper seine Partnerin betrogen haben soll. Fox kehrte schließlich zu der Social-Media-Plattform zurück und dementierte jegliche Fremdgehgerüchte. Vor kurzem heizte die Transformers-Darstellerin allerdings erneut Spekulationen um ein Liebesaus an, als sie allein und ohne Verlobungsring zu einer Oscar-Party erschien. Nun teilt eine Quelle gegenüber dem Life & Style Magazin mit, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis Megan Fox und Machine Gun Kelly das Handtuch werfen. Sie hat die Nase voll und die Trennung steht unmittelbar bevor, sagt der Insider und fügt hinzu, dass die beiden derzeit nicht miteinander reden. Zudem habe die 36-Jährige mit dem ringlosen Auftritt eine bewusste Entscheidung getroffen. Es scheint also, als sei die Beziehung der Schauspielerin und des Musikers nach knapp 3 Jahren am Ende. Gut gelaunt und ein wenig exaltiert präsentierte sich Nicole Kidman, 55, bei der diesjährigen Verleihung der Oscars auf dem Campagnafarbenen Teppich. Der strahlende Auftritt des Hollywood-Stars in einem schwarzen Pailletten-Kleid von Armani Privé wurde reichlich im Netz kommentiert, allerdings weniger aufgrund der aufsehenerregenden Traumrobbe, sondern vielmehr wegen des irritierenden Gebarens der Schauspielerin. Die Big Little Lies Darstellerin zeigte sich überraschend lebhaft, biss sich auf die Lippe, kicherte und warf ihre Hände in die Luft, während sie für die Kameras posierte. Selbst Ehemann Keith Urban, 55, konnte sich einen irritierten Blick auf seine Göttergattin nicht verkneifen. Die Oscar-ZuschauerInnen auf Twitter allerdings trieb bereits ein nicht ganz ernst gemeinter Gedanke um: Ist sie schon betrunken? Fragte eine Kommentatorin in die Runde der unter dem Hashtag Oscars2023 Schreibenden. Ein Gedankenblitz, der offenbar auch eine weitere Userin beschäftigte: Ist sie betrunken? Fragte auch sie sich. Ein Fan der Aktrice allerdings feierte sie für ihre etwas tapsige Carpet-Performance: Nicole Kidman, du bist eine Mutter und es ist mir egal, dass du auf dem roten Teppich betrunken bist. Ich denke, das ist das Verhalten einer Königin, begeisterte er sich. Auf dem Teppich zumindest durfte Nicole bei den Oscars 2023 ohne Frage den Auftritt des Jahres verbuchen. Shakira, 46, und Gerard Pique, 36, liefern sich nach ihrer Trennung einen waschechten Rosenkrieg. Der Ex-Kicker betrog die Sängerin, sie kam ihm auf die Schliche und verarbeitete ihren Kummer prompt in einem Song. Im BZRP Music Session 53 rechnet sie mit ihrem Ex und Vater ihrer Kinder, Milan, 9, und Sascha, 7, knallhart ab. Das ist auch ihrer Kollegin Adele, 34, nicht entgangen. Bei einem Auftritt in Las Vegas vergangene Woche befragte sie eine Zuschauerin im Publikum, wer ihre Lieblingskünstlerin sei. Als diese mit Shakira antwortete, platzte es aus Adele heraus: Oh, ich habe ihre Performance gestern Abend bei Jimmy Fallon gesehen. Oh, ihr Ex-Mann ist in großen Schwierigkeiten.
Ein freches Lachen konnte sie sich dabei nicht verkneifen. Auf wessen Seite die Britin steht, ist also ziemlich eindeutig. Sein Blockbuster Top Gun, Maverick war bei der diesjährigen Oscarverleihung in 6 Kategorien nominiert. Doch Hauptdarsteller Tom Cruise, 60, glänzte durch Abwesenheit. Offiziell begründeten Quellen aus dem Umfeld des Hollywood-Stars seine auffällige Abwesenheit mit Terminproblemen. Wie unter anderem die Daily Mail berichtete, sei die Ursache jedoch weitaus persönlicher Natur. Der Actionheld habe einer Begegnung mit seiner Ex-Frau Nicole Kidman, 55, aus dem Weg gehen wollen. Munkelt man angeblich. Tom war nicht da, weil sie da war, und er wollte kein Zusammentreffen. So eine Quelle gegenüber dem britischen Blatt. Eine Annahme, die durchaus ihre Berechtigung haben könnte. Bei ihrer Scheidung vor über 20 Jahren ging das Ex-Paar nicht unbedingt freundschaftlich auseinander. Tom und Nicole hatten am 24. Dezember 1990 geheiratet. Die beiden adoptierten 2 Kinder. Isabella, 29, und Connor, 27, sind Berichten zufolge wie ihr Vater Mitglieder von Scientology. Nach der Trennung teilten sich die beiden Stars zunächst das Sorgerecht für die beiden. Doch immer wieder tauchten Gerüchte über eine fortschreitende Distanzierung zur Mutter auf. Wie die Schauspielerin und Scientology-Aussteigerin Lia Remini, 52, in ihrem Enthüllungsbuch Troublemaker, wie ich Hollywood und Scientology überlebte behauptete, wurde Nicole für ihre beiden Adoptivkinder von der Kirche zur sogenannten suppressive Person, Abkürzung, SP, zu Deutsch, unterdrückende Person, erklärt. Ob inzwischen wieder eine Annäherung stattgefunden hat, ist nicht bekannt. Wenn es um ihre Tochter geht, kommt Jennifer Grey, 62, gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Stella Gregg ist der ganze Stolz der Schauspielerin, das lässt sich auch unschwer an ihrem letzten Instagram-Posting erkennen. Das hier ich meine, komm schon, schreibt der Dirty Dancing-Star zu einer Aufnahme der 21-Jährigen und setzt den Hashtag Imetis, Deutsch, das habe ich gemacht, dahinter. Die Community der Amerikanerin zeigt sich begeistert und sieht durchaus Ähnlichkeit bei dem Mutter-Tochter-Duo. Sie ist wunderschön wie ihre Mutter. Nicht ist besser als die Liebe zwischen Mutter und Tochter. Findet eine Userin. Sie ist Baby in Dirty Dancing, meint ein anderer. Ich liebe, dass sie wie eine perfekte Verschmelzung von dir und Clark aussieht. Ein wunderschönes Mädchen. Stellt ein weiterer Fan fest. Stella stammt aus Jennifer Greys Ehe mit Schauspieler Clark Gregg. 60 Das Paar trennte sich 2021 nach 20 gemeinsamen Jahren. Für Colin Farrell, 46, war es ein ganz besonderer Sonntagabend, der Schauspieler war bei der 95. Oscar-Verleihung für seine Rolle in The Banshees of Inisherin als bester Schauspieler nominiert. Doch damit nicht genug, denn er ließ sich zu diesem besonderen Event in Los Angeles von einem seiner Söhne begleiten. Stolz posierte er an der Seite des 13-jährigen Henry für die zahlreichen FotografInnen, auch für sie ein äußerst seltenes Motiv. Beide trugen schwarze Samtsmokings und genossen den gemeinsamen Auftritt sichtlich. Henry stammt aus Farrells Beziehung zu seiner Schauspielkollegin Alicia Bachleder-Kurus. 39. Mit seiner Ex-Freundin Kim Bordenave, 51, hat er einen weiteren Sohn. James ist mittlerweile 19 Jahre alt. Während seiner Dankesrede bei den diesjährigen Golden Globes im Januar nutzte Colin Farrell die Gelegenheit, seinen Söhnen eine Liebeserklärung zu machen. Meine Kinder sehen sich das von zu Hause aus an. James und Henry, die Lieben meines Lebens, ich liebe euch so sehr, so seine emotionalen Worte. Sie haben News verpasst. Die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: People.com, Instagram.com, DailyMail.co.uk, Twitter.com, Liefiantstulema.com. Lyric vorbința, jungla ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Taia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mereu tante printre tale aculte.
Il cerc flower su te la shower weed. E cum rup capete lumeate din capă rupte. Tobe le bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un...